Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Heute möchte ich mit euch diese ganzen Sachen zu einem Adventskalender verpacken. Deswegen habe ich sie mir jetzt hier einfach mal hingelegt. Sieht jetzt zwar ein bisschen unordentlich aus, aber ich möchte euch zu den einzelnen Sachen einfach erklären, was ich mir dabei gedacht habe und wie ich jetzt aus verschiedenen Sachen, die ich mir vorher gekauft habe, diesen Adventskalender eben zusammenpacke. Ich habe mir diese Samtbeutel mal in einer meiner Action-Hauls euch gezeigt, also die habe ich mir mal gekauft. Und da dieser Adventskalender rosa und gold sein wird und ein bisschen grau, silber darf da auch ruhig sein, habe ich mir jetzt diese zwei Packungen herausgesucht. Die wären jetzt zum Beispiel ideal für meine Ohrringe. Ich habe ja drei Ohrringe, drei Packungen mit Ohrringen. Das heißt, drei Beutel werde ich dafür verwenden. Dann habe ich mir ja diesen Adventskalender gekauft. Das sind diese Adventskalenderboxen. Da möchte ich jetzt mal schauen. Ich möchte die quasi bekleben, also verändern, die Boxen für die Sachen, die ich jetzt hier habe. Da schaue ich jetzt einfach mal, was hier jetzt zum Beispiel reinpassen könnte. So kleine Sachen. Das passt nicht hier rein, aber das passt hier zum Beispiel rein. Wenn ich so einmal umknicke, müsste das gehen. Ja, das geht. Da könnte ich eine Schachtel hernehmen. Ich habe ja nochmal Ohrringe, das heißt, wir brauchen tatsächlich vier Beutel. Und was haben wir hier noch? Diese Haarspange, denke ich mal, würde hier auch reingehen. Ja, das geht. Das ist groß, das ist groß. Das ist zu lang. Ich habe noch mal so eins, genau. Das heißt, ich kann schon mal drei Schachteln davon nutzen, weil das ist alles länger. Für die längeren Sachen habe ich ja auch noch diese großen Adventskalendertüten euch bei einem Action-Haul gezeigt. Und ja, da sortiere ich jetzt mal aus, was sehr groß ist und was eben nicht hier reinpasst. Das ist jetzt zum Beispiel das hier und das hier passt nicht hier rein. Damit mache ich mir wieder meine Geschenketüten, diesmal mit goldenem Geschenkpapier. Und zwar mit diesem goldenen Geschenkepapier, das habe ich euch ja schon mal in einer meiner anderen Videos gezeigt, mit meinen Adventskalendern. Das ist quasi dann dafür. Also so plane ich jetzt schon mal, was ich hier vorhab. Daraus möchte ich eine, also da mache ich eine schöne Schachtel dafür. Und ja, da kann ich zum Beispiel eine kleine Tüte packen, weil es ja schon ziemlich klein ist. Und die anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel dieser Papierstern, der kann hier rein, das kann hier rein, das kann hier rein. Dann haben wir schon drei Tüten, die wir so machen. Auch das passt hier rein, dann haben wir vier Tüten. Das passt hier rein, haben wir fünf Tüten. Auch der Kugelschreiber, sechs, sieben. Wobei ich sagen muss, bei dem Kugelschreiber wollte ich auch eine schöne Umverpackung basteln. Das finde ich auch zu klein, also da werde ich auch eine goldene Tüte daraus basteln. Die Teesorten, also das passt auf jeden Fall hier rein. Das passt hier rein. Und die Teesorten, ja, die werde ich auch hier reinpacken, denke ich mal. Ja. Also das heißt, ich werde jetzt alles in die Tüten, Schachteln und Geschenkepapiertüten reinmachen. Und die zwei daraus machen wir noch eine schöne Umverpackung. Ich habe mir nämlich schon mal ein paar Sachen rausgesucht, die ich benutzen möchte. Ich habe mir jetzt einmal einen weißen Cardstock vom Action ausgesucht. Da habe ich auch eine Kreisstanze mir dazu genommen. Ich denke, ich werde weiße Kreise ausstanzen. Ich habe schon meine Zahlen ausgestanzt. Das ist auch eine alte Actionstanze. Die habe ich mir jetzt hier schon hingelegt in der richtigen Reihenfolge. Und da das einzelne Zahlen sind, kann ich die jetzt nicht alle herholen. Ich habe mich dafür entschieden, meine
Tütchen mit diesen wunderschönen samtweißen Bändchen zu eine Schleife zu binden damit. Und an Papieren möchte ich Folgendes verwenden. Einmal diesen Block, das ist dieser Believe in the Magic of Christmas Block. Der hat nämlich meiner Schwester sehr, sehr gut gefallen. Sie wollte mir den nämlich kaufen, weil sie gesagt hat, dass sie den wunderschön findet. Und da dachte ich mir, dann nehme ich mir die rosanen Seiten raus. Ich zeige ihn euch nochmal kurz für die, die den nicht kennen. Zum Beispiel möchte ich diese Seite rausnehmen mit den coolen Tannenbäumen. Dann habe ich auch erst gedacht, dass ich diese Zahlen benutzen kann, aber weil das hier so drüber geht, kann man die einzelnen Zahlen leider nicht rausschneiden. Also bei diesem Kalender müsste man einen anderen Kalender machen, der sich quasi dahinter verbirgt. Das würde gehen. Sowas habe ich nämlich auch schon mal gemacht für meinen Papa. Entschuldigung, dass das jetzt so wackelt. Dieses Papier finde ich noch total hübsch. Diese einzelnen Sachen kann ich mir auch rausnehmen für den Adventskalender und benutzen, weil das sind ja echt schöne Bilder. Dieses Papier möchte ich nehmen, diese Bilder verwenden, dieses Papier. Die sind mir zu groß, glaube ich. Schauen wir mal, vielleicht nehme ich sie ja doch. Und vielleicht dieses Papier. Genau, das sind so die Papiere. Ich habe mir auch noch meinen rosanen Cardstock rausgesucht. Also mit den Kreisen werde ich zwischen weiß und rosa variieren, je nachdem, welche Farbe dominant ist. Und dann würde ich sagen, fange ich schon mal an, so die Sachen, die ich nicht vor der Kamera machen möchte, einzupacken. Falls ihr wissen wollt, wie ich diese Geschenketüten mache selber, schaut euch mein Video an. Das werde ich dann hier rechts oben wieder verlinken, sodass ihr einfach drauf drücken könnt auf die Infokarte und euch das Video anschauen könnt, damit ihr auch wisst, wie man diese Adventskalendertüten bastelt. So, ich habe jetzt hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt hier in die Samtbeutelchen eben jeweils den Schmuck rein, habe mir die Kreise ausgestanzt, einmal in rosa mit den Zahlen und einmal in weiß. Und auf diese Zahlenkreise möchte ich jetzt noch was Schönes draufkleben. Auf diesen Kreis, ich habe ja jetzt hier nur den Kreis und nicht eine Tüte oder so, werde ich jetzt einfach mir Schneeflocken ausstanzen. Und bei den rosanen stanze ich mir diese, also ich habe hier von EFCO eine Stanze, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und bei diesem rosanen Papier stanze ich mir die Schneeflocken in weiß aus. Ich denke, da würden so 2, 3 Schneeflocken reichen. Dann klebe ich immer nur einen Punktkleber und mache mir dann die Schneeflocken drauf. So kann man sie auch ein bisschen anheben und sie wirken ein bisschen echter, finde ich immer. Ich habe übrigens 2 Varianten gemacht. Mal schauen, wie ich das am schönsten finde. Einmal habe ich eine Schleife gebunden und einmal habe ich das wie so ein Tag gemacht, dass ihr mal seht, dass man es entweder so oder wie eine Schleife binden kann. Ist aber ganz schön eine Fummelarbeit, weil ja dieses Bändchen so kurz ist, sage ich jetzt mal. Ui, ich hoffe, ich blende euch jetzt nicht so extrem mit diesen Verpackungen. Genau, so sieht es dann mit den Schneeflocken aus. Das mache ich jetzt mit all den Samtbeutelchen. Genau, so sehen jetzt die rosanen Varianten davon aus. Ich finde, das ist total süß und es sieht auch gleich geschmückt aus und die weißen Varianten dazu. Also mir gefällt sogar das Rosa mit dem Weiß immer besser. Aber ihr wisst ja, ich mag es einfach rosa. Also die 4 Türchen sind jetzt schon fertig. Dann machen wir weiter mit diesen goldenen, womit ich euch jetzt hoffentlich nicht so blende. Ich lege da jetzt gleich mal ein Papier drauf. Und da möchte ich mir davon einfach was ausschneiden. Ich habe jetzt die 2 ausgeschnitten und werde die dann, ich glaube, so blendet es euch nicht, gell? Also, jetzt muss ich mir überlegen, möchte ich den hier auf die Nummer 1 setzen? Der hat ja hier so süße kleine Handschuhe und die möchte ich ja, wenn dann so draufsetzen. Entweder mache ich den hier hin,
Ja, ich denke, der passt ganz gut. Den werde ich hier hinkleben. So, und da habe ich nämlich diese flauschige Samtwolle benutzt und ja, ich finde, das sieht so cool aus, so zusammen. Ja, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn ich noch lustig bin, werde ich noch Schneeflocken hinzufügen. Ich schau mal. Aber ich finde, das ist so schon richtig süß, so wie das jetzt aussieht. Das ist dann das fünfte Türchen. Da könnten wir es zum Beispiel hier unten oder vielleicht zur Seite kleben. Das würde auch gehen. Aber ich glaube, hier unten gefällt es mir, oder? Da habe ich die 10 so weit oben hingemacht. Deswegen muss ich mir jetzt eigentlich irgendwas für hier unten aussuchen. Vielleicht die Schneekugel. Das würde, glaube ich, gehen. So, ich habe das jetzt ausgeschnitten und werde das hier hinkleben. Ah, da habe ich nicht so rund geschnitten. Genau, ich denke, das sieht hier total süß aus. Und wie gesagt, ich überlege mir noch, ob ich da vielleicht noch Schneeflocken hinmache. Dann haben wir hier schon unser sechstes Türchen. Weiter geht's mit den Schachteln. Und zwar nehme ich mir jetzt mein Designpapier. Und natürlich kann man sich einfach eine Schachtel basteln. Wie gesagt, ich werde ja noch ein paar Schachteln jetzt für diesen Adventskalender euch zeigen, wie man die bastelt. Hier mache ich eine andere Umverpackung. Und auch für den Stift basteln wir eine Schachtel. Hier machen wir eine Umverpackung. Also für die Schokoladen machen wir eine Umverpackung. Und für die drei Sachen zeige ich euch noch, wie man die Schachteln dazu bastelt. Aber ich möchte euch auch zeigen, wer zum Beispiel überhaupt keine Lust hat, jetzt Schachteln zu basteln, weil er einfach keine Zeit jetzt dafür hat, wie man einfach mit dem, was man hat. Also wie gesagt, ich habe mir diese Adventskalender-Boxen eigentlich nur zur Inspiration gekauft, weil ich einen ganz anderen Adventskalender eigentlich basteln wollte, aber das hat zeitlich nicht mehr gereicht und deswegen verwende ich das jetzt dafür und habe dann aber immer noch Schachteln, mit denen ich dann für nächstes Jahr ein bisschen rumexperimentieren kann. Und da machen wir uns jetzt die Quadrate aus diesem Designpapier. Das heißt, wir messen uns das jetzt einfach aus und werden dann das in diesem Designpapier ausschneiden. Also in meinem Fall sind das jetzt nicht ganz 2 Inch, ein bisschen weniger ist 2 Inch mal 2 Inch. Und davon mache ich mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Quadrate. Und diese Quadrate klebe ich mir jetzt einfach nur auf diese 5 Seiten drauf. Und so bekomme ich dann quasi rosane Schachteln, obwohl sie gar nicht rosa waren. Also ich bekomme sie dann so wie ich sie möchte, in der Farbe. Und ich achte jetzt auch darauf, dass, weil die Schachtel geht ja von hier auf, dass ich hier die richtige Richtung habe beim Bekleben. Deswegen drehe ich mir die Schachtel so. Ich habe sie ja auch schon befüllt. Also ihr könnt es natürlich auch machen, wenn ihr sie nicht befüllt habt. Also das ist natürlich eure Sache, wie ihr das macht. Ich mache es jetzt so. Also bei mir ist es immer so ein leichter, wenn ich alles schon drin habe und weiß, was mir dann noch fehlt. Also dadurch funktioniert das bei mir irgendwie besser. Genau, dann habe ich hier alle Seiten beklebt. Sieht schon ganz anders aus, finde ich. Und die obere Seite klebe ich mir jetzt so rum. Schaue ich nur noch mal. So rum, ne? Also hier geht sie auf, deswegen so rum. Da muss man echt achten, dass es auch passt. Und da mache ich mir den Deckel auf, bevor ich es draufklebe. Und schneide mir dieses Stückchen noch weg, was zu viel ist. Genau, und dann kann man die Schachtel eigentlich ganz gut öffnen. Und was ich noch mache, ist mir so einen Halbkreis hier ausstanzen. Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Müsste das eigentlich?
Okay, das geht irgendwie nicht so gut mit meiner Stanze. Ich frage mich, warum. Dann werde ich mir das, was ich jetzt vorgestanzt habe, einfach ausschneiden. Wahrscheinlich sind die Lagen zu dick. Weil ich finde, dass das halt dann so leichter ist zum Öffnen, seht ihr? Genau, so ist dann schon ein Türchen fertig. Hier klebe ich mir dann meine Zahlen drauf. Das war jetzt die Haarspange. Wann soll sie die kriegen? Da verlege ich mir das jetzt. Die mache ich jetzt dann so. Da muss man sich jetzt überlegen, möchte man vielleicht einen weißen Kreis dazu ausstanzen? Da könnte ich jetzt zum Beispiel meine kleine Stanze benutzen. Und ja, ich denke, das wirkt so besser. Deswegen werde ich das hier machen. Und ich glaube, ich möchte die Zahl hier oben haben. Genau, die klebe ich mir hier oben drauf. Und so mache ich das jetzt mit meinen anderen drei Schachteln und zeige euch gleich, wie es aussieht. So, meine drei Schächtelchen sind jetzt fertig. Ich finde, das sieht so süß aus. Also man würde ja nicht meinen, dass wir die Schachteln gekauft haben und nur beklebt haben. Ich finde, das sieht total süß aus und ist auch echt schnell gemacht. So haben wir jetzt drei Türchen wieder fertig. Als nächstes kommen die Tüten dran und für die Tüten möchte ich jetzt mal gucken, was, also ich habe mehrere Tüten, das sind jetzt insgesamt 10, 11 Tüten, also das heißt, ich brauche da ja ein bisschen mehr, um die zu verschönern. Die Tüten sind ja jetzt Kraftfarben, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde, weil das ein schöner Ton ist. Und da schauen wir mal, was wir hier im Block haben. Sowas zum Beispiel. Da hätten wir jetzt schon mal 4 große Teile, die wir benutzen könnten. Da müsste man sich jeweils immer nur dieses Christmas Dinner wegschneiden. Dann hätte man ja schon etwas, was man sich hier in die Mitte kleben kann. Und dann kann man das vielleicht noch mit einem weißen Papier bekleben oder man lässt es so. Das muss ich jetzt ausprobieren, was ich schöner finde. Also die Seite ist schon mal gut für 4. Ich habe aber 11 Tüten, das heißt, ich brauche noch ein bisschen mehr. Und das Papier, was wir jetzt für die Schachteln benutzt haben, werde ich jetzt nicht dafür hernehmen, weil das möchte ich nämlich für meine selbst gebastelten Schachteln dann benutzen. Dann haben wir ja hier noch Motive, die wir benutzen können. Zum Beispiel diese hier. Und, die sind ja ganz toll. Hier haben wir ja ganz tolle Motive. Die können wir noch benutzen. Also das heißt, wir werden uns jetzt die zwei Seiten nehmen. Und ich schneide mir jetzt erstmal alles aus. Bei diesen Seiten werde ich immer dieses This Present Is For weglassen. Und alles andere benutze ich. Ich habe jetzt alle Kärtchen mir rausgeschnitten, habe auch ein bisschen improvisiert, weil ich habe ja leider bei dem Eichhörnchen das hier weggeschnitten gehabt. Deswegen habe ich mir jetzt einfach von der anderen Seite den Spruch noch rausgesucht. Das werde ich dann so irgendwie verbinden. Und das sind jetzt genau 11 Stück für meine 11 Tüten. Und da werde ich mir jetzt von diesem Glitter and Foil Block dieses glitzernde Papier hier rausnehmen. Da gibt es ja ganz viele Seiten. Und das passt auch sehr gut zu den Glitzerbuchstaben. Und da möchte ich jetzt mir immer so einen, also das hier draufkleben und einen schönen Rand quasi haben. Das heißt, ich klebe mir das rauf, nimm mir meine Schneidemaschine und schneide mir das dann ringsherum drauf. Jetzt mache ich euch ein Beispiel mit dem hier, damit ihr seht, wie ich das mache. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, ob es sinnvoll ist, das so rumzumachen. Oder vielleicht, ich denke, so hochkant ist es sinnvoller. Und
Und so schneide ich mir das jetzt ringsherum aus. Genau, und wenn wir uns jetzt die Tüte nehmen, mache ich mir jetzt mal kurz flach. Und ich finde, das sieht dann so schon richtig, richtig toll aus. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man denn die Zahlen hier draufkleben möchte auf dem Kärtchen oder ob man einen Kreis. Ich glaube, ich möchte trotzdem einen Kreis, damit es einheitlich ist. Das wird jetzt die Nummer 3. Das heißt, ich nehme mir jetzt da so einen kleinen Kreis mit der 3. Genau, jetzt klebe ich mir erstmal das hier hin auf die Tüte. Ich klebe das weiter unten, weil ich werde das hier wieder umfalten, lochen und meine Schnur reinmachen. Deswegen achte ich darauf, dass ich das weiter nach unten klebe. Und jetzt überlege ich mir, ob ich vielleicht die Zahl hier auf seinen Bauch mache. Ich klebe es mir da oben hin. Und so mache ich das jetzt mit allen Tüten. Ich mache mir dann natürlich auch immer die Schnur mit rein. Also da kommt wieder meine schöne Samtschnur. Und wenn ich dann alle Tüten fertig gemacht habe, zeige ich es euch. Jetzt fertig mit den Tüten. Jetzt zeige ich sie euch, wie ich sie einzeln dekoriert habe. Das war jetzt der erste Teil von diesem Video. Im nächsten Teil werde ich euch zeigen, wie ich die Schächtelchen für die 5 letzten Türchen basteln werde und verschönern werde. Und dann mache ich noch einen Karton für diesen Adventskalender, den wir auch gemeinsam dekorieren und verschönern werden. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ansonsten freue ich mich schon das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.